Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Imperium Galactic Survival. Wir sind immer noch in der Alien-Basis und versuchen hier irgendwie einen Weg reinzufinden. Herr Fleischhammer, sind Sie soweit? Okay, I'm ready. Okay. Beziehungsweise erstmal nachladen. Ich gehöre gerade. So, wir sind auf Gedanken. Okay. Nehmen wir jetzt das Alien-Gewehr. Du hast ein Alien-Gewehr? Nein, Entschuldigung. Puls T2, wie es heißt. Pulsgewehr T2, ja. Okay, macht ihr fast, ne? Mhm. Bist du soweit? Ja. Ich bin davon ausgegangen da. Ich habe schon auch keinen Bock mehr hier. Das ist jetzt die dritte Folge, die wir in dieser Basis verbringen. Los? Ja. Oh. Kannst du reingucken? Ja, so ein bisschen. Das hat sich angehört, als ob es hinter uns ist. Aha. Oh Gott, Seife. Was ist ein Vieh, Alter. Nein, 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 nein. Komm, komm. Nein, nein, nein. Okay. Okay. Ah, hier könnte wieder. Ja, links. Ja, ja, sind da. Bist du da ein Spawner? Nee. Wir müssen die jetzt kriegen. Solange die noch auf Entfernung sind. Ich werde von anders beschossen. Ja. Ah, da. Der ist es, der die ganze Zeit so viel Helfer zieht. Und Spawner? Jo. Sehr gut gemacht. Was hat denn der hier dabei? Entgiftungssalbe. Oh. Das hätte ich gebrauchen können. Guck mal in den Klonkammern. Was ist denn da drin? Essen, trinken, tralala, health. Oh, was ist das? Warte mal, lass uns erstmal hier gucken, was hier. Oh, super. Hier ist noch einer. Da ist einer, da steckt einer. Amelias, Moment, der Loot hat mich. Mach du die Dinger leer. Okay, hab ich gemacht. Kraftstoff, Bio, Magnesiumpulver, leck mich doch. Kryo kann man heißen, genau. Jetzt sehe ich es erst. Ich muss irgendwas loswerden. Alien Dorn, wollen wir ein Packchen in einen rein? Weg damit. Du Fleisch weg, ne? Und guck, ob du nicht irgendwo vergammeltet hast oder so. Alter, super, ich hab Medikits ohne Ende. Na gut, es hat schon noch ein Ende, aber. Ich hab MREs, hab ich so ganz viele. Guck mal hier. Nimm mal. Okay, Detox-Kit heißen die. Hau ich mal auf die 4, würde ich sagen. Alles klar. Gute Idee, gleich Inventar, ja. Gut. Also, wir hatten hier, die habe ich schon alles. Hier gibt's noch eine. Oh, ach da. Hier. Nachladen, okay. Da hast du mich erschossen. Ah, muss ich. Warte, nachladen. Rechts. Oh Gott. Okay, da kommt mehr. Da kommt noch mehr. Komm. Viel mehr. Ich spring rüber. Soweit? Ja. Oh, was schießt denn hier? Ding. Irgend so ein Ding ist noch irgendwo. Oben, so, ne? So ein Automatikgeschütz. Scheiße. Scheiße. Ich seh's nicht. Ach, da. Nochmal. Ah, das Ding, du kannst die Schüsse nicht ordnen, du denkst, die sind hinter dir. Nee, das irgendwas ist da nicht ganz in Ordnung, Mann. Also, ich kann aber nicht wieder. Geh mal rum. Ich krieg mal. Ah, ich schaff's. Okay, kurz nach. 100. Okay, ich glaube, ich habe alle Spawner hier. Ich bin, das Ding hat 8 Seiten und ich bin immer in 7 falschen im Moment. Okay, ich glaube, ich habe alles hier. Warte. Wegen hier. Ah, okay. Guck dir die Viecher an, die sind ekelhaft. Schalt jetzt beim Fleisch schon mal ein. Ja, ich kann nur ganz kurz drüber halten. Oh. Oh.
oben gleich wieder. Okay. Adrenalinspritzen. Scheiß Pistolenmunition. Oh, hier ist wieder so ein Vieh. Die haben wir oben. Irgendwas haben wir übersehen hier. Soll ich dir entgegenkommen? Nee, ich bin da. Schaff es. Da hinten. Ja. 50 Meter. Da kommt er, der Held. Breit gebaut. Das ist geil, wenn ich durchs Visier gucke, sehe ich den Namen. Sehe ich deinen Namen oben links. Du sollst aufhören zu rauchen bei so einer Mission. Er ist safe soweit erstmal, ja? Ja. Wie machen wir das jetzt? So machen wir das. So. Also das Design ist echt geil hier von dem Ding. Bist du sortiert? Sortiert. Dann geht's hier hinten geradeaus, geht's zwei Türen durch, die ich noch nicht durch bin. Wir haben immer noch nicht den Fernzugriff gefunden, ne? Nee. Okay, ist wieder so ein Raum. Kommst du? Wo bist du? Hinten durch, da bist du. Okay. Hier ist sonst nichts weiter gewesen, ne? Hier ist ein Roboter. Nein. Oh, der geht um die Ecke. Der hat eine Laserschrotze. Bist du links dran oder was? Ja, aber. Ja. Hinter den Kisten ist links auch noch was. Macht keinen Sinn hier, Moment. Okay, erstmal ganz entspannt lachen, Moment. Okay. Narkosium Restrum Erz. Oh Mann. Das, was da so laut ist, habe ich keinen Bock drauf. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass am Ende des Ganges die große Überraschung wartet hier. Ja. Ein großes Überraschungspaket. Ich nehme nur das mit, was wirklich jetzt. Ich nehme alles. Wird hier später aus, wenn es voll ist. Nur Scheiße. Nee, lass mal. Lass das drin. Magnesiumerz und Kobalterz kann man da lassen. Eben. So eine Scheiße. Zement ist auch Quatsch. Was sind das? Siliziumbarren. Access restricted. Oh, hier geht's weiter. Wo? Wo? Hier. Hier oben ist so eine. Wo? Ah, hier. Da steht aber direkt was, ne? Ja. Okay, hier ist ein Schalter. Ja. Okay. Container. Traffic? Ja. Das waren die Ferndings. Guck mal, hier ist das. Das ist ja klar. In die Kontrollstation. Ja, aber den wollen wir nicht kaputt machen. Bei mir sind noch Sachen drin. Hier ist ein Warp-Antrieb drin. Und ein Generator T2 groß. Ich meine, das lasse ich nicht hier. Nehme ich Lasergewehr. Nehme ich Reparaturplattform. Nehme ich und lass Magentabletten als Ausgleich da. Dann nehme ich die mit. Ich bin jetzt voll. Okay, dann müssen wir jetzt hoch, oder? Da wird der Dings tief sein. Der. Vieh, Alter. Oder? Wir müssen wieder zurück. Ja, ja, klar. Hier geht's ja sonst noch so weiter. Deswegen. Let's go back. Und dann war ja. Ich weiß, wo wir noch nicht waren, glaube ich. Oder? Nee, da sind wir auch durch. Gut, jetzt gehen wir mal vor. Da wüsste ich jetzt noch. Das, ja, genau. Den meinst du? Nee, den einen, der hinter dem Schutzraum war, weißt du, der nicht funktioniert hat, der deaktiviert war. Du meinst, der ist jetzt. Ah, der ist jetzt aktiviert. Wo war denn das? Genau. Also hier draußen sind wieder Viecher, ne? Naja. Linke Seite, Hand. Linke Hand. Also pick. Den Ding übersehen. Danke. Oh ne, ja. Passt. Aber für das nächste Mal mit. Lass uns das Ding mal. Wollen wir das mal. Klären? Wo ist der? Ach, hier oben! Drecksack. Alles klar, läuft. Gut.
Raum knurrt es. Laser bauen. Das wäre so richtiger Raum für so einen Boss, Alter. Mhm. War das hier hinten? Ja, am Ende, hier am Ende. Ich glaube, hier am Ende war das. Frag mich, wo diese. Hier nicht, ne? Nee. Aber coole Mission. Nee, das war das nicht. Ah, jetzt. In den Hauptrechner. Zerstört ihn nicht. Achso. Vorsicht, dass du feuerst. Das ist ein Schalter auf der Wand der oberen Galerie. Ist das das hier? Vorsicht, was du feuerst. Das ist ein Schalter an der Wand auf der obersten Galerie. Aber dieser scheint nicht fernkommt. Zerstör ihn nicht. Nee, das ist nur die Tür. Das passt schon. In den Weg zum Hauptrechner gewollt. Dann müssen wir hier ran. Ja, hier können wir uns teleportieren. Lass mich jetzt los. Bist du soweit? Ich bin soweit. Ah, schon. Hab schon gedrückt. Ich geht's auch. Okay. Ganz oben. Wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Wir haben den Download. Was für ein Download? Willst du mich verraten? Wir sind wieder oben. Alle Antworten sind in dieser Station. Finde den Schalter zum Download der Daten. Schiff. Ah, der Schalter unten. Das war der. Hier. Das hier. Den ich gedrückt habe, wo nichts passiert ist, wo das geleuchtet hat. Hier hinten. Alles klar. Geh durch, wa? Hier, ich bin da. Warte, warte. Eins runter, oder was? Ja. Ein Loch in der Decke. Okay. Ah, du darfst. Du darfst. Mach. Finde Daten über die Titanen. Die Protokolle zeigen das aber mal anders. Moment, ich mach das feierlich. Moment. Mach mal bitte. Ja, mach ich jetzt. Die fehlenden Daten über den Titan. Die Protokolle zeigen, dass der Gegner, auf den in die UCH-Flotte getroffen ist, das sogenannte Zirax Imperium ist. Die Schiffe des Imperiums scheinen am Austrittspunkt der Flotte schon gewartet zu haben. Der Angriff erfolge ohne Vorwarnung. Die Titanen und andere Schiffe gingen in der Schlacht verloren. Diejenigen, die nicht durch die Gravitation auf dem Planeten abstürzen, sind vermutlich noch im Trümmerfeld im Orbit. Das sollte das nächste Ziel sein, denn es gibt noch verwirrende Daten. Wenn man die Zeitstempel der Dateien zurückrechnet, gibt es eine erstaunliche Differenz zwischen den Anzugssystemen. Diese zeigen nach wie vor das Jahr 2473. Allerdings, wenn die Berechnung auf Basis der Protokolldateien korrekt ist, befinden wir uns im Jahr 2483, zehn Jahre nach dem Aufbruch der Flotte nach Andromeda. Die Probleme auf Apollo-Station, das fehlschlagende Experiment, die Alien-Soldaten, die aus dem Nichts die Station angriffen, die Kämpfe während der Flucht von der Station bis in den Hyperraum, die Flotte in einem Hinterhalt um das Überleben derselben zumindest fraglich und dazu noch die verlorene Zeit, all dies scheint zusammenzuhängen. Was passiert? Hat dies alles das Objekt in dem Maschinenraum der Station verursacht? Vielleicht hing es mit dem Experiment zusammen, die in der Station abliefen. Wissenschaftler, die Kuchen futtern und damit die ganze Mission scheitern lassen? Alles möglicherweise kein Zufall. Eine Frage ist gelöst, eine Frage offen. Sehr schön. Hey, ist mir's. Nice. Weißt du, was die gerade gedacht haben? Verdammt, wieso liegt hier so scheiß rum? Stimmt. Wo kommen die denn her? Ja, das ist, weil wir es gemacht haben. Ich brauche Platz. Pentaxid. Abvernichten, das nehme ich. Warte, was ist denn das hier? Goldbarren. Und Anzüge, warte mal. Zwei Anzüge. Mittlere Rüstung, zwei Anzüge. Lasergewehre liegen hier rum, Digga. Jo. Das ist der Scheiß dafür, dass wir das gemacht haben. Das ist ja geil, Alter. Kann ich nicht aufnehmen. Was mache ich mit mittleren Rüstungen? Was vernichte ich denn? Die Credits, oder? Die Geldkarte brauchen wir eh nicht. Weg. Keine Ahnung. Weg. Mechanische Komponenten, weg. Pistolenmunition, können wir alles herstellen. Okay. Das ist eine mittlere Munition. Ja, die mittlere Rüstung. Ah, klar, habe ich. Perfekt. Pentaxid Roh. Danke, Elon. Geile Mission. Geiler Scheiß. Weißt du, was ich gerade gedacht habe? Wieso sprechen sie das nicht ein? Das war nämlich richtig toll. Bis auf, dass ich nicht in einer flüssig vorlesen kann. Der Punkt ist, das so auch mit dem Hall und so. Das war urgeil. Cool. Lass abhauen, was? Ja, hoch, oder? Ja. Lass sie nicht erschießen von irgendwelchen Drohnenviechern unten. Wie kommen wir denn hier raus? Hoch. Ich bin ganz oben. Und dann? Nee, du raus und dann von außen. Achso. Außen hoch. Puh, wo geht's denn hier raus?
Hä? Bin ich doof? Soll ich dich jetzt holen? Ich muss, glaube ich, eins höher, aber. Ja, ja. Okay, ich komm. Und dann? Hallo? Wo geht's hier hoch? Ja. Dann schweben wir hier hoch. Dann schweben wir hier hoch. Dann it's a me, it's a Mario. Oh Gott. Boink. Boink. So, und dann los mit dem Ding, kurz Reparatur. Wir haben so viel Scheiß da drin. Und dann... Wir haben uns unten in den Sack geschossen, gell? Da fehlt... Oh, der hat den kompletten Boden weggefeuert, das Scheißding. Gut, innen nicht. Gut. Aber der Punkt ist... Der hat auch ein Triebwerk, das eine... Ich komme hier nicht raus, bin zu fett. Ich muss hier laden. Ich bin zu überladen. Der Punkt, der... Ja, die Kisten sind alle voll. Was ist das denn? Genau, ich überlege nämlich eine Kiste zu machen, aber... Was brauchen wir denn dafür? Da brauchen wir Stahlplatten. Hammer! Ja. Stahlplatten. Also wenn wir, das sind gehärtete. Willst du dann kurz abheben mit dem Ding, dass ich den Boden halt nachheile? Das können wir machen. Moment. Ich habe geheilt Stahlblöcke L. Ah, die L sind für das große Ding und die Station, ja. Ne, bringt nichts. So. Dann. Basteln wir mal ein bisschen Frachtraum hier noch rein. Du warte ich hier hinten, ja? Da hinten. Mhm. War noch drei. Siehst du? Hier, der die vier. Naja. Geh ich in den oberen. Mach ich noch einen. Haben wir vier. Zack, zack, zack. Ein gefakte Ding hier eingebaut, du. Aber jetzt überlege ich gerade, gehen wir nochmal runter. Und holen den Scheiß, den wir da jetzt gerade alles noch so bekommen haben. Dann hab ich doch alles eingesammelt. Nee, ich hab ganz viel in irgendwelche Kisten. Ach so, in der Dings, in diese ja, eine genau. Box. Genau. Nur Munition will ich hier noch mitnehmen. Wollen wir nicht erstmal das Zeug sichern? Ist doch eigentlich sicher. Naja, aber hier müssen wir erstmal wegkommen. Da fliegen wir nur nach oben. Ja? Straight außerhalb der Reichweite, da sind nur 50 Meter noch, bis die Reichweite ändert und dann? Also knapp 400. Und willst du also den Schlüssel nochmal holen? Ich gehe jetzt nochmal rein, ja. Erstmal, ob hier hatten wir alles soweit, ne? Wir hatten unten alles reingepackt, ja. Wir hatten auch den einen Porter noch nicht gemacht, ne, wo wir da hingeteleportiert worden sind. Stimmt. Stimmt. Es war der hier oben steht. Oder? Ja? Nee. Nicht? Ah, ich meine, dass wir komplett woanders waren. Ja, war hier nicht. Wo willst du denn? Ich guck gerade noch nach irgendwelchen Boxen, die ich hier vergessen habe. Nee, dann gehen wir ihn runter. Beziehungsweise geh erstmal ihn hoch und dann. Wie da, ja. Aber hier ist auch noch was. Also willst du noch mal rüber, ja? Okay. Ich habe Inventar leer jetzt, ja. Reicht zur Hälfte. Ich meine, du willst nicht, höre ich da jetzt raus. Doch, 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 alles ist total toll. Nein, macht Spaß. Ich bin gerade ein bisschen geflasht von der Mission, das war echt super. Ja, absolut. Ist alles mit irgendwas so geht hier? Ich meine, das wäre halt das i-Tüpfelchen. Die sprechen jetzt ein, diesen Text, den er da hatte. Mhm. Und der wird getriggert, wenn man, ja, einfach wenn er da ist. Und ja, dann das hast recht. Du ein episches Erlebnis vom Allerfeinsten. Also wirklich richtig geil. Und von mir ist auch gerne wieder Stimme von mir. Also ich meine, lass ihn mal falsch sagen. Ist in Ordnung für mich. Aber macht das, Jungs, macht das, ihr. Ich kann mir nicht mal vorstellen, dass das so viel Rechenleistung kostet oder dass das so schwer ist, das zu machen. Ne, das glaube ich auch nicht. Aber wo war denn der Teleporter, wie wir da rüber sind? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Du hast ja alles gelootet. Ich hätte es nicht ja. gemacht, ne? Der Teleporter ist der da oben steht. Achso, auf der Plattform, ne? Genau, wo ist denn hier da?
So. Ich hab noch Munition. Ja, du ja auch. Du warst ja nämlich leer. Was ist jetzt hier? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Okay, genau. Hier so, ihr Lieben, ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Ja. Wir werden den Stuff noch holen und dann fliegen wir endlich nach Hause und ich hoffe, es hat euch gefallen. Also ich fand es richtig cool. Hat Spaß gemacht. So sieht's aus. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dahin. Tschüss.